Herzlich willkommen zu den Vox-Nachrichten, liebe Zuschauer. Der Tag heute mit diesen Themen. Betrug, Bestechung und Untreue. Während Arbeiter bei VW Abstriche hinnehmen mussten, sollen Betriebsräte gefeiert haben. Regen, Gewitter und Überschwemmungen. Schwere Schäden im Süden Deutschlands. Ein Dreijähriger stirbt. Und Urlaub und wilde Kühe. Eine Gruppe von Touristen wird Opfer einer Rinderherde. Drei Menschen werden verletzt. Die Schmiergeldaffäre beim Wolfsburger Autobauer VW zieht immer weitere Kreise. Zeitungsberichten zufolge sollen VW-Mitarbeiter ein Netz von weltweit operierenden Tarnfirmen aufgebaut haben. Zudem sollen Mitglieder des Betriebsrats durch Vergünstigungen und Luxusreisen gekauft worden sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Untreue und Betrug. Schwere Gewitter, Wolkenbrüche und Sturm haben Deutschland in der vergangenen Nacht heimgesucht. Zahlreiche Straßen waren überschwemmt, Bäume wurden umgerissen. Besonders betroffen waren Baden-Württemberg und Bayern. Dort wurde ein dreijähriger Junge von einem abgebrochenen Ast getroffen und tödlich verletzt. Mehr Geld für Familien, gesetzliche Mindestlöhne, Nachbesserungen bei Hartz IV. Das Wahlmanifest der SPD verspricht den Bürgern viel und Teures. Ein Oppositions-, aber kein Regierungsprogramm bemängeln Kritiker. Der Bundeskanzler aber pries das Wahlmanifest heute als Fortsetzung seiner Reformpolitik. Anne Knüfer und Markus Pohl aus Berlin. Morgen beginnt der G8-Gipfel in der Nähe von Edinburgh. Und bereits im Vorfeld liefern sich Demonstranten und Polizei heftige Straßenschlachten. 100 Autonome wurden festgenommen und erhielten eine gerichtliche Vorladung. Zahlreiche Polizisten und Demonstranten wurden verletzt. Gleich gibt's noch die Wetteraussichten und aktuelle Meldungen hat Insa Müller wieder kurz nach Mitternacht für Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.